Der Blick wandert zu einem Tor auf einem Bolzplatz. Im Splitscreen rechts eine marode Mauer mit einem Fußballsymbol. Darunter in blauer Schrift im Käfig. Links Maxi Eggestein trifft Marco Bode. Der blonde Maxi und der graumelierte Bode stehen auf einem Bolzplatz. Bode lächelt, Eggestein köpft, dann kickt er. Hallo, mein Name ist Maxi Eggestein. Ich wurde 1996 in Hannover geboren und spiele jetzt seit 8 Jahren für Werder Bremen. Ich spiele im Mittelfeld und habe die Nummer 35. Das Fußballspielen habe ich in Garbsen gelernt und heute treffe ich auf den Vize-Weltmeister Marco Bode. Ja moin, ich bin Marco Bode, inzwischen alter Mann, 50 Jahre geworden in diesem Jahr. Habe 13 Jahre lang als Profi für Werder Bremen gespielt, auch nur für Werder. Ja, ich habe auch ein paar Länderspiele geschafft, bin Vize-Weltmeister geworden am Ende meiner Karriere und auch Europameister. Eggestein schießt Bode im Tor den Ball zu. Der fängt ihn. Ah, kein Mitleid, ey. Bist du nervös, wenn du zum Punkt gehst? Nee, früher in der U17 habe ich immer versucht, ein bisschen zu experimentieren. Und das habe ich mir komplett abgewöhnt und habe einfach gesagt, ja, du gehst einfach entschlossen zum Elfmeter, nimmst dir vorher eine Ecke und dann schießt ihn auch da rein. Ja. Und das hat mir dabei geholfen, auch meine Elfmeter so ein bisschen zu verbessern. Ich glaube, das ist aber auch, das Thema Elfmeter hat natürlich auch mit so einer Fehlerkultur zu tun. Ne? Also ist das schlimm, wenn du die Verantwortung für die Mannschaft übernimmst? Also es geht ja im Grunde darum, dass du über dich hinaus denkst. Ne? Von außen habe ich immer den Eindruck, Verantwortung übernimmt jemand, wenn er auf dem Spielfeld rumschreit oder eine Rudelbildung macht oder sowas. Und das ist halt, da steckt viel mehr dahinter. Ich finde, Verantwortung geht in erster Linie einmal über Leistung zeigen und sich dort nicht zu verstecken. Und da geht es in erster Linie nicht immer nur darum, auf dem Spielfeld rumzuschreien und irgendwelche Leute anzuschreien. Mit Schreien, glaube ich, hat es sowieso, ne? Also man kann auch still oder vielleicht sogar introvertiert sein und trotzdem irgendwo eine wichtige Rolle übernehmen. Das Allerwichtigste ist vielleicht, und das gilt ja auch für unsere Gesellschaft insgesamt, wenn es dann so in Richtung Schwächere geht. Also die Führungsspieler, die müssen ja auch auf die schauen, die sich vielleicht manchmal nicht selbst helfen können. Sie spielen sich den Ball mit dem Kopf zu. 27, 31, 34, 45. Eggestein hat zur Seite geköpft. Dreht nochmal. Wieder köpfen sie sich den Ball zu. 715, 719. Ich glaube, zur Verantwortung übernehmen gehört auch ein Stück weit, dass man sich selber Fehler eingesteht und dass es dann darum geht, dass man die einfach die richtig korrigiert. Zeugt dann auch von Größe. Finde ich ganz wichtig, weil wenn du selbst zugibst, Fehler zu machen, dann ist das für manche irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Ja. Dabei ist es eigentlich ja ein Zeichen von Stärke. Eggestein und Bode stehen voreinander auf dem Bolzplatz. Hier ist es für uns alle, die im öffentlichen Bereich arbeiten, sehr wichtig, dass wir dort eine Vorbildfunktion übernehmen. Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir für gewisse Dinge auch klare Kante zeigen können. Das glaube ich auch. Das ist ein guter Ausdruck, klare Kante. Also wir sind ja ein Fußballclub und wir machen nicht täglich Politik. Aber nee, mit allem, was du sagst, gehen, ja. Und wenn Hubertus als Präsident sagt, irgendwie Werder und AfD passt nicht zusammen, finde ich das eben wichtig, das auch mal mutig zu sagen. Abwechselnd schießen sich die beiden den Ball zu. Unter dem Logo, im Käfig, die Links zu Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat und der Webseite www.imkäfig.de.